Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wo du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Kastels und Wähler hattest du, ja, siehst du? Digga, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Hä? Bei Benji stimmt aktuell finanztechnisch was nicht. Warum kommst du jetzt da drauf? Jetzt kommt er wieder wie die alte Leier. Ja? Kauft ihr alle bei Monde. Jetzt wird er wahrscheinlich mal kurz überall seine Leute angepumpt haben, ob sie ein Geld leihen. Und jetzt will er sich noch einkaufen. Da stimmt was nicht. Ja, kann ja sein. Da stimmt wirklich was nicht. Ja, der hat stimmt nicht, auch was nicht mit dem Account. Der hat einfach nicht genug geschürft. So, gehen wir mal hier rein ein bisschen, oder? 31. Ja, gut, das letzte ist die Wounder-Tüte. Was machen wir? Zwei Salben oder Dreier oder? Abwechselnd oder zwei Salben sind noch gut. Alle. Sollen die gönnen oder was? Keine Ahnung. Chat, was sagt ihr? Wahrscheinlich, wenn man viel 83er da drin ziehe. Auf Ansage zieht ihr Dest a Future Star. Geht doch gar nicht mehr, oder bin ich falsch? Nee, geht doch gar nicht mehr. War doch in Team 1. Ach so, aus der Wundertüte, das ging ja. Bei Wakes kam Van Dijk Record Breaker am Stream. Okay, das ist stark. 83 plus purer Müll. Ja, ein Zaha, 83er. Also bis jetzt 2. Ich zeig's euch, dass es geht, dass es möglich ist. Man muss nur richtig schürfen. Wo steht dein Rechner? Aktuell bei EA Sports in Vancouver. Naja, hast schon gut geschifft. Da sind die Preise ziemlich günstig. Fanda. Oh, Gulagi. Gulagi. Was sagt ihr zu FIFA Gaming, Freunde? Da ist... Land unter, Digga. Also keine Ahnung. Da könnte ich einfach kurz vorbeisneaken, ne? Bei wem? Bei FIFA Gaming. Ja, da ist ja aktuell reagiert da ja jeder irgendwie drauf. Wie heißt der? Iblali. Doch, Iblali reagiert da drauf, ne? Ja, aber so holt er sich die Klicks, ne? Klick bloß auf kein Lied, kriegen wir morgen Claim. Ach, da Hawaii. Ah, Saint-Tropez da nochmal neu hochgeladen, Ehrenmann. Digga, jetzt mal Real Talk. Warum? Einfach nur warum? Ja, das ist ja das Frecheste da, oder dieser Black Screen. Wo ist denn der? Findet man den jetzt nochmal? Warte mal, chill. Guckt euch das mal an. Vor 47 Minuten, vor 5 Stunden, vor 22, vor einem Tag, zwei Tagen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Videos. Und das sind doch safe, klick mal auf so eins da drauf. Das sind doch safe die alten vom Team of the Year. Die alten Pack-Openings, oder? Kann sein, das Design ist zumindest so. Aber Jungs, warum? Er hat doch wirklich gesagt so, er will alles besser machen. So, wahrscheinlich wird jetzt auch darüber wahrscheinlich auch wieder ein Video machen. Aber warum? Beschäftigt euch nicht mal mit dem. Ich zeig euch schon, warum er das macht. Ne? Ich zeig euch das jetzt mal. Weil jeder denkt, er ist dumm. Ist er auch? Im Endeffekt ist er nicht ganz dumm. Ja. Ist er doch schon. Guckt euch das mal an. Der macht im Monat immer noch 500.000 Klicks. Das bringt ihm mal mindestens in Taui ein. Mindestens. Mindestens. Ah. Doch, denkst mindestens, du? Mindestens ein Tausender. Mindestens. Und deswegen scheißt er einfach auf alles. Ja. Deswegen scheißt er einfach auf alles. Bringt ihm mindestens ein Tausender ein. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und dann immer direkt Ansage. Wahrscheinlich kommt hier auch wieder eine Ansage jetzt, ne? Ja. Hier, Ansage. Die nimmt er alle mit. Weil Ansage. Ihr müsst euch mal überlegen, Freunde. Der macht noch mehr Klicks wie manch anderer YouTuber so. Wisst ihr, wie ich meine? Der normale Videos hochlädt. So, das ist schon Wahnsinn. Auf die 3-Minuten-Videos doch kein Taui. Alter, legt Pietschek gerade Auge, Digga. Ja, aber Digga, guck mal, wie oft der die... Scheiße, legt der Auge, Jungs. Ey, Chat, haut bitte die Augen-Emotes hier rein für Pietschek. Als er eben gehört hat mit 3-Minuten-Videos ein Taui, Digga. Pietschek, hier, nimm's zurück, dein Auge. Das ist ja egal, Pietschek, aber selbst wenn da nur eine Werbung geschaltet wird, ich sag, ein Taui hat er. Einmal. Digga, und selbst wenn er nur 500 Euro hat. Ja, selbst wenn es nur 500 sind. Er lädt ja die ein und selben Videos immer wieder hoch. Rendert sie vielleicht neu raus, macht hier einen Blackscreen rein, macht dort einen Blackscreen rein und dann war das. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Nee, ich bin daheim, Digi, aktuell. So, ich hatte schon wieder mal eine 2. War nur Scheiße dran. Also man könnte ja schon mal erwarten, dass man der eine oder andere Walkout da drin ist, ne? In so einem 83 Plus Pack. Wella. Für 500 Euro würde ich mich nicht zu verkaufen. Ich mich auch nicht, Digga. Ich mich auch nicht. Aber, keine Ahnung, wenn du auf alles scheißt. Wann war das? Gestern oder so überlegt? Ich weiß ja noch, wo wir beim TZ Money Cup noch mit dem telefoniert haben und so. Da war der so im Hype, hatte 80.000 Abonnente, hört jetzt auf im Studium, ne? Und dann sowas. Wirklich krass.
wie man so ein Projekt an die Wand fahren kann, ne? Verstehe ich auch nicht. So, komm, da muss ja mal ein Workout drin sein. Ich habe 10-83 plus gemacht und 84er war der beste. Gut, sicher die ganze Tor wieder durch. Ein 85er hatte ich zumindest schon mal. Also war schon besser. Und Gulasch. Radetzky. Team Mau, wie läuft die Arbeit? Gut. Gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, sowas passiert nicht mit euch irgendwann mal. Sag niemals nie, Digga. Am Ende quetsche ich Sarah aus. Und dann schüpfe ich schon mal alles raus. Was laden wir dann die ganze Zeit hoch? So alte Videos einfach. Ja. Gut, aber selbst die werden dann noch besser. Wir laden sie 10 Mal am Tag hoch. Ja. Wir stellen einfach bei YouTube im Studio schon ein. Ja. Jede Stunde ein Video. Das ist ja krass. Dann könnten wir fast wahrscheinlich, würden wir es schaffen, so 4 Jahre YouTube in einem Jahr runter zu hustlen, oder? Ja. Jeden Tag 24 Videos. Und bei Peledescut von damals machen wir einfach das aktuelle Thumb drauf. Ja. Gute Trick, Digga. Safe. Kreativ. Einmal alle rein. Kreativer Junge. Oh, der erste Workout. Da. Timo, eine Frage. Bist du traurig, dass du deinen RS7 abgeben musst? Ich sag's die ganze Zeit, Digga, so. Man ist natürlich traurig. Auch vielleicht nicht nur mit einem Auge, sondern mit zwei. Aber freut sich natürlich auch wieder aufs Neue, ne? So ist es nett. Back-to-back-Workout. Das sind gute Packs. Alter, wie krank wäre das gewesen? Wie krank wäre das gewesen? Die Antwerpsau hätten wir mitgenommen, oder? Ja, hätten wir mitgenommen. Wann kommt das Neue? Wir fahren am Donnerstag Abend nach dem Stream fahren wir los und am Freitagmorgen um 9 Uhr können wir es holen. Was arbeitet ihr noch fulltime? Nein, beantworte es nicht. Streamerlight-Kanal, Digga. Ausrufezeichen Timo Arbeit, Ausrufezeichen Simon Arbeit, kommt ihr direkt zu alle Infos, die ihr braucht. Hier in dem Stream wird sich dazu nie wieder geäußert. Nie wieder. Nichts gegen dich, Digga. Danke für die 2 Euro. Ja. Nee, guck aber auf den Streamerlight-Kanal, Digga. Wir haben es oft genug erklärt. Wir haben gesagt, 3-1 gewinnt Leipzig gegen Liverpool. Und 2-1 gewinnt Barca. Ich war ein 85er. Und ein Mod muss man noch den Link hinzufügen, bitte. Das ist schon ein Workout. Bitte, Jungs, die Links dazufügen, bitte. Bei Timo Arbeit und Simon Arbeit. Ich hatte auch schon einen Workout. Mit 87er Bernardo Silva. Das ist korrekt. Mbappé, bist du das? Nein, es ist ja kein Workout. Ehrlich, du bist ein richtig gebildeter. Ja, Digga, ich packe das alles. Ich habe einen Mann dann da. Link genau zu dem Video. Nicht nur zum Stream-Highlight-Kanal, ja, sondern genau zu einem Video. Der, also, Digga, der Peter, der braucht in letzter Zeit auch ein bisschen länger, bis er was versteht. Männers, heute fallen 3 Toties. Das ist ja rund 24 Stunden rund um die Uhr in irgendwelche Chats. Das ist korrekt. Und saugt an irgendwelche Eier. Bis in die Augen rausfallen, Alter. Da muss ja schon eine ganz wunde Rache haben, eigentlich, der Typ. Was sagt ihr zu Gladbach und Rose? Welche, was ein Pietje hat? Hä? Pietje läuft jetzt rum wie der Köhler. Kriegt einfach den Mund nicht mehr zu. Safe. Ist einfach ausgehängter Kiefer. Ich bin die Mau von der Mount Everest. Du musst hier von der Zugspitze weg. Ja, gut, was soll man dazu sagen, Digga? Es ist halt im Endeffekt so, es ist halt Fußball, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das so dahin passt. Keine Ahnung. Ich an seiner Stelle hätte es nett gemacht. Ich wäre bei meiner Gladbacher Jungs geblieben, aber muss jeder am Ende des Tages selbst wissen. Hätten mich holen sollen. Meinst du, du hättest gemacht in Dortmund? Ja gut, hättest ja sagen können im Bewerbungsgespräch, dass du schon mal einen Schlüssel hattest, wo ein Dortmund-Anhänger dran war. Ja, hätten sie mich vielleicht genommen. Wahrscheinlich. Ich hätte erstmal dem Senjo eine Nackenschelle gegeben und gesagt, lauf mal wieder grad, Bro. Aus Ingolstadt, Jan ist er. Aus Zakaria. Wobei ich mich echt am meisten drauf freue, dass einfach jetzt unsere eigene Nummernschilder drauf sind. Das ist schon was Geiles. I can! Mbappé? Bist du's? Na. Lördes. Ist ein Torwart. Loris. Was haltet ihr vom Verhalten der Bayern bezüglich wahrscheinlich der Reise war das? Ja, ich sag mal, das hätte wirklich nicht sein müssen, ne? Ehrlicherweise gesagt. Ich glaube, der gute Mauler ist jetzt auch in seinem Anzug zurückgekommen, ne? Kompletten Quarantäne. Jungs, was sagt ihr zu Alaba? Ich find's ochsentraurig. Sag ich euch, wie es ist. Ich find's traurig. Alaba so mit 16 als eigenes Gewächs hier zum FC Bayern. Als Profi dort groß geworden. Ich denke auch mittlerweile ja auch die ganze Familie und alles drum und dran und so dort in München. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß ja nicht so, ob es dann auch tatsächlich immer so dran liegt, dass die dann sagen so, sie suchen eine neue Herausforderung.
auch ich als Bayern-Hasser, auch wenn es jetzt wieder viel Hate für mich gibt, ja, ich bin ein Bayern-Hasser, ne? Allein weil PJ in Bayern wohnt, bin ich schon ein Bayern-Hasser. wo will er hin, Digga? Bayern ist einfach für mich generell eine Maschinenmannschaft, die zur Top 3 der Welt gehört, der FC Bayern. Und wo will er hin, Digga? Und ich weiß nicht, ich feiere das mehr, wenn man halt einfach, ich weiß nicht, so ich fühle es mehr, so die Angehörigkeit zu haben. Mm. So. Kissel, Dembele. Ich wäre jetzt auch nicht mal dahin, weil im Endeffekt macht das jetzt groß Geld aus, er hat doch alles, was er will, so, weißt du, ich meine. Ja, aber anscheinend gibt es dann halt dort noch mal ein paar Euros mehr, weil ich meine, klar, die schieben es halt immer dann darauf zu sagen, so, sie brauchen eine neue Herausforderung, ne? Mhm. Aber was willst du für eine Herausforderung? Klar, ist bei Bayern alles, ja. Klar ist es wahrscheinlich schöner, in Spanien zu leben. Was heißt halt schöner? Ja gut, ich denke, wenn du so viel Geld hast wie die, ist es wahrscheinlich traumhaft, in Spanien zu leben, mit deiner eigenen Villa, mit Pool, wo du den Pool gefühlt. Man könnte es sich auch so kaufen. Ja, aber hier können dann halt wahrscheinlich nicht so jetzt in Spanien. Ich denke, in Spanien kann ich halt schon mehr da Eier schaukeln, ne? Aber ich finde es einfach schade. Gerade weil es auch eingewechselt ist. Finde ich es aber schade. Traurig. Das wird wieder ekelhaft, ne? Machst du überhaupt dran mit dem Ziehen? Weiß nicht, ich mach's einfach nochmal hin, da hast du noch deine 2. Sorry, Bro, ich war gerade drin. Ich war im Hashtag Wipfahrwasser gerade. Ja. Das ist wirklich krass. Das wird wieder schwitzig, ja. Einerseits, okay, geil, aber das wird der Team of the Week 21. Das sind der Jung. Ja, Ehrenmann. Ja, Ehrenmann. So, komm, dann mach ich euch noch was Gutes hier raus. Gewinnspiel läuft, Jungs. Daumen nach oben da lassen, Abonnent sein von Tizi Schubech. Komm. Roberts. Deutlich! Den Kanal abonnieren. Okay, die waren ja richtig scheiße, die Packs, ne? Preis-Leistungs-Schmutz. Ja, Preis-Leistung richtig Schmutz. So, dann haben wir noch die Wundertüte, da können wir ein schönes Battle drum machen. Was kriegt man alles? OTW, ein Raulebreaker, Road to the Final, ein Rekordbrecher. Ich muss gar nicht sagen, was wir kriegen. TOTGS, ich will es sogar trotzdem nicht lesen. Ich mach Mbappé Rekordbreaker. Foot Freeze Headliner oder Futurestar. Wo ist deine Prediction? Meine liegt bei einem OTW. Nicht, weil ich ins Auge lege, ja. Aber meine liegt wirklich bei einem OTW. Beste Beat, ich schwör's euch. Test 100%. Bin jetzt gespannt. Hatte OTW Hakimi. Ich sag Rekordbreaker, Mbappé. Ich sag's euch. Futz. Mbappé Rekordbreaker. Mhm. Freeze Mané. Mhm. Freeze Dembele, Freeze Saint Maximimin. Maximimin? Ja. Die gibst du mir zur Auswahl. Die gibst du. Welcher willst du? Sag schnell. Ich will natürlich ganz klar Mbappé. Den willst du? Ja. Mach einmal so. Da ist er. Viel Spaß mit ihm. Dankeschön. Mit dem neuen Erstbesitzer. Es ist zumindest ein Headliner, Brasilien. Innenverteidiger. Oh, das. Der ist stark, Digga! Der ist stark. Ja, der ist wirklich stark. Diego Carlos, Freunde. Uff, Alter. Respekt, Respekt. Es ist aber kein Mbappé. Das war mein Fünfter, den wollte ich noch aufzählen. Ah. Geht aber klar. Ist chillig, Digga. Geht klar. Geht richtig fit. Der ist richtig gut. Der geht ist richtig, also den nehme ich auch so fit. Safe mit. Krank stark. 492 Düsia und der spielt richtig gut. Geht mit, Digga. Ja. Ich lege heftig Auge in den Pick. Nee, der ist wirklich stark. Ist eins von den stärksten Spielern, den ich gesehen habe aus den Packs.